Eva Hecker ist angeklagt, auf einer Betriebsfeier ihren Kollegen Markus Wächter krankenhausreif geprügelt zu haben. Sie allerdings behauptet, eine Kollegin vor einer Vergewaltigung bewahrt zu haben. Wird das Gericht das Geheimnis dieser Nacht lüften? Jetzt! Alexander Holt. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Hecker, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas. Ihr Verteidiger, das wissen Sie ja, ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Ja. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Lassen Sie uns dann zunächst über Ihre Personalien sprechen. Frau Hecker, Sie heißen Eva mit Vornamen. Ja. 10. August 76 in Duisburg geboren. Sie wohnen in Essen, sind ledig und Verkäuferin in einem Küchenstudio. Ja. Was verdienen Sie da im Monat netto? 1.100 Euro netto. Vorstrafen haben Sie keine, Herr Staatsanwalt. Ich bitte um die Anklage. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Am 1. Februar 2002 gegen 22 Uhr bemerkte die Angeklagte, wie ihre Kollegin Nicole Lanz auf einer im Essener Wirtshaus zum Birnbaum stattfindenden Betriebsfeier von dem gemeinsamen Kollegen Markus Wächter belästigt wurde. Obwohl der Wächter sich sofort von Frau Lanz zurückzog, als die Angeklagte dazwischen ging, stürzte sich diese auf ihn, trat ihm mit dem Knie in dessen Genitalien und prügelte mit Händen und Fäusten so lange auf ihn ein, bis der Wächter bewusstlos zu Boden sank. Als er am Boden lag, trat sie immer wieder mit dem beschuhten Fuß auf ihn ein. Erst als Kollegen die Angeklagte festhielten, ließ sie von ihm ab. Markus Wächter verlor hierbei einen Zahn, erlitt eine Fraktur der rechten unteren Rippe und er erlitt Prellungen und Hämatome. Die Angeklagte wird somit einer gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Sie werden sich ja mit Ihrem Herrn Verteidiger besprochen haben, ob Sie dazu was sagen wollen? Meine Mandantin macht Angaben. Ja. Ja, Frau Hecker. Also ich verstehe ehrlich gesagt eigentlich nicht, warum ich hier bin, weil ich bin ein Mensch, ich hasse Gewalt und ich weiß nicht, sehe ich so aus, als ob ich einen Mann verprügeln würde. Ich würde nie jemanden mutwillig verprügeln. Das war eine Situation, wo ich helfen wollte und jetzt sitze ich hier vor Gericht als Angeklagte. Frau Hecker, die Akte hier, die ist voll von Aussagen von anderen Mitarbeitern, die bei der Polizei alle gesagt haben, sie hätten auf dieser Betriebsfeier den Herrn brutal auf diesen Herrn Wächter eingeschlagen. Sich überlegen, warum? Also ich habe gesehen, dass meine Kollegin Nicole Hilfe gebraucht hat. Und als ich da eingeschritten bin und er sich dann gewehrt hat und ich die Schläge abgewehrt hat, weil er hat mich ja zurückgestoßen, hat mich auch angefasst. Das war Notwehr, dass ich jemand helfe. Ganz langsam, eins nach dem anderen. Was war denn überhaupt? Was ist da vorgefallen auf dieser Betriebsfeier? Mein Chef hat das fünfjährige Betriebsjubiläum gefeiert in einer Kneipe. Ich bin erst seit einem Monat in der Firma. War für mich sehr schön, habe neue Kollegen kennengelernt, konnte auch mal ein bisschen die Firma noch kennenlernen, wo andere Außendienstmitarbeiter dabei waren und musste dann irgendwann mal zur Toilette. Habe gesehen, wie der Typ Nicole, meine Kollegin, in die dunkle Ecke gedrängt hat, das Knie zwischen die Beine und diese ekligen Hände überall unter den Rock geschoben. Und sie hat sie offensichtlich nicht gewollt. Sie hat sich den angeschrien und ich bin dann eingeschritten. Hat sie um Hilfe geschrien? Ja, nicht direkt, aber ich habe halt gemerkt, dass sie Hilfe braucht. Sie hat ihn ja zurückgestoßen. Sie hat gesagt, er soll es lassen. Sie hat ihn angeschrien und darauf bin ich in dazwischen. Und dann fiel ihr nichts Besseres ein, als ihn zusammenzuschlagen. Wir haben noch ein Gutachten nachher zu hören, ihm eine Rippe zu brechen, den Zahn auszuschlagen. Oder wie darf ich das verstehen? Nein, das Schwein hat sich doch gewehrt. Ich habe ja nur seinen Angriff abgewehrt. Ich lasse mich doch nicht anpacken. Ich habe uns beiden geholfen. Ich habe uns beide nur geschützt. Ja, Frau Heckern, ich bin C. Herr Staatsanwalt, ist doch schön, wenn endlich mal jemand Zivilcourage zeigt. Ja. Also meine Mandantin würde ich nicht sehen, Herr Kollege. Das liegt ja wohl auf der Hand. Ne? Der Spaß hört aber irgendwann auf. Wir haben hier mit einer Angeklagten zu reden, bei der überhaupt keine Verletzungen vorgefunden wurden. Das ist also blanker Unsinn, dass Sie möglicherweise von dem Mann in irgendeiner Form angegriffen wurden. Ja, gerade sagen das doch, haben wir vielleicht aber meiner Mandantin zu verdanken, nicht? Dass eben keine Verletzungen da waren. Ich bin ja eingeschritten, das war doch Notwehr. Naja, das wollen wir eben heute klären, ob das Notwehr war. Sagen Sie mal, der Mann... gegen den Sie da eingeschritten sind, das ist ja ein Kollege von Ihnen, der Herr Wächter. Haben Sie den nicht erkannt? Ich habe den ja vorher noch nie gesehen. Ich bin seit einem Monat in dem Küchenstudio, arbeite als Verkäuferin und der war draußen Monteur. Ich hab einmal mit dem telefoniert vorher, sonst habe ich den ja noch nie gesehen. Das Ganze war eine Betriebsfeier.
Da gibt es ja manchmal auch Alkohol, manchmal auch in größeren Mengen. Hatten Sie selbst was getrunken? Ich nicht. Ich hatte ein Glas Sekt getrunken. Ich bin nie betrunken. Fragen noch an die Angeklagte? Ich habe keine. Wenn nicht, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Wächter, bitte, Herr Seeler, von Sie. Zu mir? Platz. Herr Zeuge Wächter, bitte. Herr Wächter, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja, 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 ich sage immer die Wahrheit. Allerdings, dass Sie nicht sagen müssen, wenn Sie sich selbst einer Straftat bezichtigen müssten, zum Beispiel irgendeiner sexuellen Nötigung oder etwas Ähnlichem. Stimmt doch alles gar nicht, ja, ja. Ihr Personal zunächst. Sie heißen Markus Wächter, 39 Jahre alt. Sie sind ledig, Sie wohnen in Essen. Richtig. Und Sie sind Monteur in der Küchenfirma und mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Ja, von wegen. Mit der bin ich doch nicht verwandt. Will ich doch gar nicht verwandt und verschwägert sein. Okay, also zum Glück. Nee, ganz, ganz sachte mal, ja. Also, 1. Februar, Betriebsfeier. Was ist da aus Ihrer Sicht vorgefallen? Was da vorgefallen ist? Dieser Emanz ist auf mich zugekommen und hat mich zusammengeschlagen. Mir tut doch jetzt noch alles weh. Dafür siehst du aber ganz schön fit aus. Da kannst du direkt wieder losgehen auf Frauenjagd. Frauenjagd? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin ein unschuldiger Bürger. Du bist ein Typ, der... Wo hast du sowas gelernt? So einem Emanzenkampfzentrum, wie man Männer hasst, oder? Das ist aber nur Unverschämtheit. Sehen Sie gleich. Zufälligerweise und auf einmal kommt diese Furie hier, diese Emanze auf mich zu, tritt mir in die Eier. Solche Schweine wie du, die werden weggesperrt. So ein ekliger Typ, also mit dir würde ich niemals flirten. Der rennt hier irgendwo auf Frauen rum und vergewaltigt andere Frauen. Erzählen Sie einfach mal Stück für Stück, was an dem Abend los war, ja? Ja, was da passiert ist, wir hatten eine nette Betriebsfeier, ich habe mich mit allen unterhalten, das war ein schöner, netter Abend und ich habe mich auch mit der Nicole Lanz ganz prima unterhalten und ich treffe sie dann zufälligerweise vor der Toilette. Festgehalten hast du sie! Also das wäre doch ganz schön, wenn wir den Zeugen mal hören würden. Hm? Ja, also ich sehe die dann, treffe sie zufälligerweise und auf einmal kommt diese Furie hier, diese Emanze auf mich zu, tritt mir in die Eier und Ihnen als Richter brauche ich ja nicht zu sagen, wie weh das tut und vor allem als Mann. Und ich gehe sofort in die Knie und die tritt wie wild auf mich ein, steckt mir dann sogar noch einen Zahn aus. Hier können Sie sehen. Und die gehört doch hinter Gitter, eingesperrt. Welche gehört Schweine die. Wie du, die da hinweggesperrt. Ich mach doch gar nichts. Natürlich. Du gehst durch den Supermarkt und denkst, du kannst dir alle Frauen nehmen oder was? Wer ist denn hier das Opfer, wer der Täter? Du bist ein Jammerlappen, jetzt spielst du hier das Unschuldslamm. Sie können sich hier auch nicht alles ausnehmen, ja? Ja, das ist richtig. Überlegen Sie sich mal, welches Licht auch das auf Sie wirft, wenn Sie nicht mal einen Zeugen ausreden lassen. Zunächst zu Ihren Verletzungen. Sie haben es uns ja teilweise schon gezeigt, aber noch auszugsweise zur Verlesung ärztliches Gutachten. Ärztliche Untersuchung und stationäre Aufnahme für eine Nacht zur Beobachtung am 1.2. Folgende Verletzung, irreparable Fraktur des linken Schneidezahns zur Folge Extraktion, also er wurde dann gezogen, der Rest. Rippenfraktur der Rippe 11 rechtzeitig, Prellung und Hämatome am ganzen Körper, insbesondere im Schulter- und Brustbereich. Also Sie sind danach ins Krankenhaus gekommen, ja? Ja, ja, ich konnte mich ja gar nicht mehr rühren und meine Kollegen mussten die von mir wegzerren und wegen so einer Frau musste ich den ganzen Tag im Krankenhaus bleiben. Über Nacht musste ich da bleiben, also... Du Memme, mit deinen ekelhaften Fingern, das geschieht... Du ich hab doch gar nichts gemacht, ich mach doch gar gemacht, nichts. Wenn du die Frau in die Ecke drängst und das Knie zwischen die Beine drängst und überall deine Das ist doch Verleumdung, was soll denn das? Widerlich ist das. Sagen Sie mal, Sie haben Herrn Vorsitzenden nicht verstanden eben, oder? Wir hören den Zeugen uns gerade an, nicht Sie. Ja. Ist allerdings, Herr Staatsanwalt, nicht ganz uninteressant. Sie haben natürlich völlig recht, aber ist nicht ganz uninteressant, was man da von Ihnen so alles hört. Trotzdem, Herr Wächter, was mich jetzt zuallererst mal interessiert, die Nicole Lanz, wie haben Sie sich denn der genähert auf der Fete, genau zu diesem Zeitpunkt? Die Angeklagte sagt, Sie hätten sie belästigt. Nein, wir haben uns zufälligerweise vor dem Zigarettenautomaten getroffen, haben dann nett geplaudert und zack kam sie und hat mir in die Eier getreten, das war's. Ich hab dich abgewehrt. Wahnsinn. Abgewehrt? Mal, Herr Wächter. Ich hab doch nichts gemacht. Finden Sie eigentlich Ihre Mitarbeiterin Nicole Lanz attraktiv? Klar. Nettes Mädel, Topfigur, einwandfrei. Ja, die klar. Frage gehört aber nicht her, Herr Kollege. Jetzt so, sicher. Herr Staatsanwalt, lassen Sie mal. Ja. Sie also, stellen auch manche Fragen und ich unterbreche Sie nicht. Stellen Sie eine vernünftige Frage, wenn Sie noch eine haben. Ich habe gewiss nur eine und ich halte sie auch für vernünftig. Dann stellen Sie sie meine einfach. Mandantin hat gesagt, dass Sie sie beobachtet haben, wie Sie die Frau Lanz angefasst haben. Was? Das stimmt wie sie doch gar zu nahe getreten nicht. Nein. Sind gegen ihren Willen. Nein, Verleumdung ist das. Das ist eine unbefriedigte Zicke. Sie hat doch die will aber, dass sie jemand anfasst. Das verbinde ich mir, ja, Wolf. Ich bin froh, wenn ich von dir nicht angefasst werde. Ihr Männer, ihr denkt doch, ihr könnt euch alles nehmen, was ihr wollt. Ein
bisschen Sex seht ihr doch mal ganz gut. Ist klar, Moment, Moment. Aber dich will doch keiner. Herr Wächter, jetzt muss ich Ihnen dasselbe sagen wie der Angeklagte. Ach, das wirft wieder auf Sie ein ganz komisches Licht. Hm? Da bahnt sich die nächste Belästigung an, oder wie? Also jetzt. So geht's nämlich schon gar los. Nichts. Außerdem sind wir nicht auf der Betriebsfeier hier, ja? Das ist ein Gerichtssaal. Also, haben Sie die Nicole Lanz angefasst gegen deren Willen, ja oder nein? Naja, es war eine Betriebsfeier, wir hatten alle ein bisschen was getrunken und dabei kann es eventuell passiert sein, dass ich sie mal am Arm angefasst habe. Aber eine sexuelle Belästigung ist es auf keinen Fall, also das bin ist normal sicher. Für dich, die ne? brauchte vielleicht auch mal Sex, ha? Ja? Ich habe sie vielleicht am Arm angefasst, mehr habe ich nicht gemacht. Ich bin doch kein Vergewaltiger oder sowas in der Richtung. Ich belästige keine Frauen. Hat sie so viele Arme gehabt, dass der ganze Körper voller Arme war, wo du überall deine Hände hattest oder was? Das ist doch Wunschdenken von dir. Das bildest du dir doch ein. Wenn ich jetzt auch eine Frage mal loswerden darf, Herr Wächter, hat die Angeklagte Sie gewarnt, bevor sie zugeschlagen hat? Gewarnt? Von wegen? Die stand vor mir, hat mir in die Eier getreten und ich bin sofort zu Boden gegangen. Das war's. Und Sie haben sich gewehrt? Na, wie denn? Ich bin dann sofort zu Boden gegangen. Und dann tritt die weiter auf mich ein, bis ich bewusstlos war. Also, da konnte ich mich gar nicht wehren. Noch Fragen an den Zeugen? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Herr Seelhoff, die Frau Lanz, bitte. Zeuge bleibt als Geschädigter 61-2 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie bitte dahin Platz. Frau Lanz, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen würden. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja. Ihr Personalien, Sie heißen Nicole Lanz, 22 Jahre alt, ledig. Sie leben in Essen und alles. Stimmt. Sie sind Verkäuferin im Küchenstudio, in dem auch hier die Angeklagte und der Herr Wächter arbeiten. Ja? Ja. Und verwandt sind Sie aber nicht mit der Angeklagten, nein, oder verschwägert. Und was war denn jetzt auf dieser Betriebsfeier Ihrer Firma? Also ich kenne den Herrn Wächter ja schon lange, ich arbeite ja schon lange mit ihm zusammen und er ist ein schleimiger Typ. Den ganzen Abend ist er immer um mich herum und ach, rauchen wir noch einer, trinken wir noch einen. Und seine Hände konnte er auch nicht bei sich lassen. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen, wieder rausgekommen und dann stand er auf einmal vor mir, hat sich so an mich rangedrückt. Er war halt ein bisschen angetrunken. Angemacht hat mich den ganzen Abend, Baby, das war's. Sag mal, bist du bescheuert? Das ist die Reaktion aufs Anmachen oder was? Eine Frau in die Wand zu drücken, richtig brutal mit den ganzen... Dann rumgeflirtet habe ich mit ihr, das war doch alles. Ich würde nicht mit dir flirten, ja? Ich nicht. Brauchst du jetzt nicht zu schämen deswegen. Guck dich mal an, wie du aussiehst, so ein ekliger Typ. Also mit dir würde ich niemals flirten. Ich habe einen Freund, ich brauch's nicht. Frau Lanz, wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Also ist nicht so, dass Sie ihn angemacht haben. Nein, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Doch. Wie zudringlich ist er denn geworden? Naja, also wie gesagt, ich habe ihn ja weggestoßen, ja, und dann kam die Eva dazwischen und ist wie eine Irre auf den drauf. Ja, wir müssen ja zusammenhalten, wir Frauen. Wir müssen doch gegen ja, so. Schon, aber nicht so. Nee, jetzt erstmal also müssen wir nicht zusammenhalten, sondern müssen den Mund halten. Ist viel einfacher, ja. Er konnte gar nicht jetzt weiter einen Versuch starten. Bitte? Er konnte keinen weiteren Versuch starten. Das heißt, Sie hatten ihn weggestoßen? Ja. Sagen Sie mal, und dann ging sie dazwischen? Hatten Sie das Gefühl, wären Sie selber mit dem fertig geworden? Ja, auf jeden Fall, ich denke mal schon. Und gebeten haben Sie sich auch nicht um Hilfe, oder? Nein. Sie hat doch Hilfe gebraucht. Nein, ich frage nicht Sie. Ich frage wirklich nicht Sie. Sie stand auf einmal da. Sie stand da und ich meine, ich war wie geschockt, weil sie so plötzlich da auf sie losgegangen ist. Und ja, ich stand da, ich habe gedacht, was ist denn mit der Eva los? So kenne ich die ja gar nicht. Ne? Auf ihn draufgehauen und getreten, naja. Gut. Frau Lanz, hat der Herr Wächter Sie früher schon mal sexuell belästigt? Der Herr Wächter ist der Typ, das ist ganz normal für den. Jeder in im Betrieb kennt ihn so, dass er die Frau mal an den Arsch grapscht oder mal an die Brust geht. Der reißt Frauenwitze, macht komische Bemerkungen. Der ist einfach so, ist ganz normal. Der hat sogar schon eine Kundin ganz belästigt. Ganz normal, das ist doch das Schlimme, dass der das jeden Tag erzählt. Das weiß jeder im Betrieb, dass du so einer bist. Deswegen stimmt das doch noch lange nicht. Es ach ja, das so, denken sich alle aus, das ist Verleumdung. Verleumdung, du mit deiner jetzt Verleumdung. Lassen Sie uns noch mal zu der Situation zurückkommen. Sie hatten ihn zunächst weggeschubst. Ja. Hatten Sie den Eindruck, dass er noch mal auf Sie losgehen wird, dass es Sie noch mal angrapschen wird? Nein, weil ich bin schon so eine Person, ja, ich kann das schon gut beibringen. Ich habe ihn angemacht, ich habe ihn angeschrien, er soll mich in Ruhe lassen. Und es sah für mich nicht so aus, als ob er noch mal kommen würde. Und konnte er überhaupt noch mal auf Sie losgehen? Oder war dann gar nichts mehr möglich, nachdem die Angeklagte da anfing? Ja, sie ging halt wie eine Irre plötzlich, wie gesagt, ne, auf und einmal. Und was hat sie gemacht? Ja, zuerst in die Eier hat sie ihn getreten und dann ist er auf die Knie gegangen, konnte auch nicht mehr. Und sie hat weitergemacht. Ich stand nur da, ich war... Ja, genau. Die war wie im Wahn, also... Wie eine Verrückte. Wie eine Verrückte, wie eine Verrückte. Du bist doch eine Verrückte, der durch die Welt geht und die Frauen ertatscht. Diese...
Mal ein Kompliment machen, ja, aber jetzt, mehr doch nicht. Herr Wächter, jetzt ist von Ihrer Seite auch mal Schluss. Sie hat Frau schon Hecker. Übertrieben. Was heißt denn, er ist ein Vergewaltiger? Hm? Weil es wahr ist, weil es ein Schwein, ein Vergewaltiger ist. Aber hör mal, zu sagen, er ist ein Vergewaltiger, das ist natürlich schon eine dramatische Anschuldigung. Ja, richtig. Wie kommt sie da drauf? Hm? Die Frau Lanz sagt ja nichts, dass sie vergewaltigt worden ist, ja? Dass sie halt betatscht worden ist, was natürlich auch nicht zulässig ist, ist klar. Aber jetzt sagen Sie es halt. Weil er ein Vergewaltiger ist. Ja, aber die Antwort bringt es nicht weiter. Mich hat er doch vergewaltigt. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe dich doch zum ersten Mal gesehen auf der Betriebsfeier. Es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen jemand anderen, der genauso wie Sie der Auffassung war. Die braucht's vielleicht. Und deshalb ist der Wächter ein Vergewaltiger, ja, oder wie nein, soll ich das verstehen? Nein, er nicht, aber meine Mandantin hat in ihm jemand anderen gesehen, nämlich denjenigen, ja, der die Pläne, früher vergewaltigt hat. Das sind die Sie halten. Das sind Ihre Ausführungen jetzt. Er hat Sie vergewaltigt. Wann soll denn das gewesen sein? Nein, ich sehe das. Ich sehe dieses Gesicht noch vor mir. Es war nicht Wächter, der Typ. Vor 2 Jahren bin ich selber vergewaltigt worden. Und ich konnte damals auch nichts machen. Er hat mich festgehalten. Und ich konnte mich nicht wehren. Ich habe deswegen diesen Selbstverteidigungskurs gemacht. Aha. Damit man endlich sich gegen solche Leute wehren kann. Und ich habe einfach nur noch diese ekelhaften Hände an ihr gesehen. Und ich muss dir noch helfen. Bei der Polizei haben Sie von alledem nichts gesagt. Also wenn ich Sie richtig... Ich habe doch damals eine Anzeige gemacht, aber man hat den Typ ja nie gefasst. Der rennt hier irgendwo noch frei rum. Und vergewaltigt andere Frauen. Eva, warum hast du denn die was erzählt davon? Weil man redet vielleicht nicht so gerne darüber. Ich konnte nicht darüber reden. Kann es sein, dass Sie den Herrn Wächter da mit jenem Typen einfach verwechselt haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann dass sein. Dass er einfach herhalten musste? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe irgendwie nur noch rot gesehen. Ich kann mich an sowieso nicht mehr so viel erinnern. Ich wollte nur helfen. Fragen an die Zeuge noch. Keine Frage. Keine weiteren Fragen. Keine. Verzicht nehme ich an. Ja. 61 zu 5 StPO. Vielen Dank, wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen würden. Ja, soll noch irgendetwas festgestellt werden? Von mir nicht. Nichts weiteres. Danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, eine Notwehrsituation lag nicht vor. Die Art und Weise, wie die Angeklagte hier dennoch der Zeugin Lanz Nothilfe leistete, das kann nur entschuldigt werden, wenn ein sogenannter Notwehrexzess vorgelegen hätte. Das heißt, wenn die Angeklagte aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken so gehandelt hätte. Und das kann nun hier beim besten Willen nicht gesagt werden. Wir haben es gehört, die Angeklagte hat aufs Brutalste auf den Geschädigten eingetreten. Und das, obwohl der Geschädigte längst schon bewusstlos am Boden lag. Ein völliges Austicken, das uns dann möglicherweise zum Notwehrexzess bringen würde, das vermag ich bei diesem gezielten körperlichen Übergriff wirklich nicht anzunehmen. Das mag ja sein, dass die Angeklagte seinerzeit vergewaltigt wurde. Bei der Polizei haben sie leider davon überhaupt nichts erzählt. Aber selbst wenn es so war, hier haben sie blanke Wut rausgelassen. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie es wohl im Selbstverteidigungskurs gelernt haben. Natürlich müssen wir hier sehen, was die Vorgeschichte war. Und da will ich Ihnen das zugutehalten, was Sie uns gesagt haben, und einfach mal Glauben schenken. Das, was Sie hier motiviert hat, das reicht zumindest, um hier einen minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung anzunehmen. Ich beantrage deshalb, die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten zu verurteilen und die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, meine Mandantin hat den Zeugen Wächter getreten und geschlagen. Aber warum, Herr Staatsanwalt, warum hat sie das getan? Wir haben ja eine Notwehrsituation, eine Nothilfesituation vorliegen. Die Zeugin Lanz wurde vom Zeugen Wächter begrapscht und angegriffen, tätlich angegriffen. Er wollte was von ihr. Meine Mandantin hat ihr Erlebnis wieder vor Augen gehabt, ihre eigene Vergewaltigung vor Augen gehabt. Und dann hat sie zugegebenermaßen über das Notwendige hinaus reagiert und hat mehr getan, als für die Nothilfe notwendig gewesen wäre. Sie hat mehr zugetreten und mehr zugeschlagen. Aber warum? Aus Angst, Furcht und Schrecken. Eben wegen dieses Erlebnisses. Und wenn jemand einen Notwehrexzess auf derartige Weise begeht, dann darf er nicht bestraft werden. Und deshalb kann und darf und muss meine Mandantin freigesprochen werden. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Sie können nun selbst noch mal was sagen. Sie haben das letzte Wort. Also ich kann nur sagen, dass es mir leid tut. Ich wollte niemanden mutwillig verletzen. Hast du aber. Ich bin wohl in den Rausch geraten, aber ich wollte nur helfen. Ich wollte niemanden verletzen oder so. Dann unterbreche ich kurz bis zur Urteilsverkündung. Sehen Sie gleich das Urteil und danach
Und du hast mich vergewaltigt. Jeanette. Wie konntest du mir das antun? Jeanette, ich war das nicht. Aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Hey Mann, wieso glaubt mir eigentlich kein Mensch? Ich bring dich um! Im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Eva Hecker ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung, § 223 zu 24 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Frau Hecker, gut, Sie wollten helfen, als der Herr Wächter die Frau Lanz sexuell belästigte, aber die Frage ist hier, war überhaupt noch ein gegenwärtiger Angriff zu diesem Zeitpunkt gegeben? Die Frau Lanz hat es uns selbst gesagt, es sah überhaupt nicht mehr danach aus, nachdem sie ihn schon weggedrückt hatte, dass er es noch mal versuchen würde. Und damit war sein Angriff beendet, der sicherlich auch rechtswidrig war, bei dem sie hätten helfen dürfen. Aber der Angriff war vorbei. Und dann liegt einfach keine Notwehrlage mehr vor. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, ob hier Notwehrexzess vorliegt. Es liegt keine Nothilfe oder Notwehr mehr vor. Es war schlicht und einfach so, der Herr Wächter, der musste herhalten für ihre aufgestaute Wut und ihre aufgestauten Aggressionen. Und wir haben das ja zunächst heute von Ihnen selbst hier nochmal so gehört. Sie haben da einen Hass auf Ihren Vergewaltiger, was absolut nachvollziehbar ist, den Sie aber verallgemeinert haben, den Sie abstrahiert haben und auf andere Männer übertragen. Und Herr Wächter hatte einfach das Pech, dass er selber tatsächlich so ein gestörtes Verhältnis zur sexuellen Selbstbestimmung von Frauen hat. Er passte einfach in ihr Feindbild. Unterm Strich ist es eine gefährliche Körperverletzung. Mindeststrafe eigentlich 6 Monate. Der Staatsanwalt hat es ausgeführt. Hier liegt ein minderschwerer Fall vor. Erstens, weil tatsächlich vorher so ein Angriff kurz vorher vorlag. Und zweitens, wegen ihres vorangegangenen eigenen Traumas. Deshalb Mindeststrafe hier 3 Monate. Wenn ich mir aber die Verletzungen anschaue, kann es bei den 3 Monaten nicht ganz bleiben, sondern hier 5 Monate. Selbstverständlich zur Bewährung auszusetzen, da geht folgender Beschluss, Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Ihnen wird aufgegeben, eine Geldbuße von 1.000 Euro in monatlichen Raten, 100 Euro an den Weißen Ring Duisburg zu bezahlen. Und Ihnen wird aufgegeben, sich einer ambulanten psychiatrischen Therapie zu unterziehen und das dem Gericht 3-monatlich nachzuweisen. Da ist was schiefgelaufen mit der Verarbeitung ihres Traumas. Das ist jetzt ganz und gar kein Vorwurf. Das ist absolut nachvollziehbar. Das ist nicht abgearbeitet, ja. Aber das muss anders zu beheben sein als mit Aggression gegenüber anderen Männern. Und seien es auch schmierige Backer. Ja? Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen. Ihr Verteidiger wird Ihnen das Nähere dazu erläutern. Herr Wächter, Ihnen erkläre ich es auch noch mal, weil Sie ja manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, Ablehnung richtig einzuordnen, ne? Habe ich das Gefühl. Sie sind hier heute nicht der strahlende moralische Sieger. Die Frau Hecker ist nur deswegen verurteilt worden, weil sie sie im falschen Moment angegriffen hat, als der Angriff, als ihr Angriff schon wieder vorbei war. Ja? Deshalb schlicht und einfach ihre wunderschöne Zahnlücke soll sie immer daran erinnern, wenn sie in Zukunft wieder Frauen belästigen, kann es jederzeit sein, dass sie wieder vermöbelt werden. Und dann ohne Folgen, ohne Schmerzensgeld, ohne unser Mitleid. Sitzung ist geschlossen.